Die Brille, man spiegelt komplett halt. Ich weiß nicht wieso, aber meine Brille spiegelt nicht so. Das ist, weil du so weit weg bist, geh mal kurz ein bisschen. Wieso bewegt dich das nicht? Oh. Ich bin zu schwer. Nee, es ist einfach, weil ich roll weg. Spiegelt immer noch. Ist das die Position? Hä? Es ist die Brille. Eure Wohnung ist für eine Woche unbewohnbar. Ihr bekommt eine Ersatzunterkunft gestellt und dürft euch nirgendwo auf der Welt, frei raussuchen, wohin ihr wollt, wohin geht ihr. Also kommt drauf an, wenn die Tiere mitgehen dürfen. Ja, wahrscheinlich schon. Ja, also nach Japan. Wo genau? Osaka oder Kyoto? Nicht Tokio? Nein, ist mir zu laut. Ist dir zu laut, okay. Also ich hätte jetzt auch Japan gesagt, so. Wenn du dreimal so viel zahlen musst, würde ich das nicht als bessere Steuerklasse bezeichnen. Ich ja, doch, also aber... je nachdem, wie du es siehst, so. Weil je mehr Steuern du zahlst, also ich zahle lieber hier in der Schweiz 30% Steuern, als dass ich zum Beispiel nur 8% Steuern zahle. Wieso oder wieso ist der Grund? Weil die Person, die halt die verdient dann halt also über eine Viertelmillion pro Jahr. Ja. Und die andere Person verdient dann deutlich weniger als das. Ja. Darum zahlt man eigentlich gerne, finde ich, mehr Steuern. So hier in der Schweiz zumindest, das ist meine persönliche Meinung. Ja. Würdest du auch lieber 30% Steuern zahlen? Ja, nee, mehr Geld und immer noch 8% bezahlen. Sie weiß, wie es läuft. Das ist ja das Beste. Sie weiß, wie der Hase läuft. Was bräuchte ein paar Empfehlungen für die Wellen? Bücher für den Urlaub habe ich schon. Du musst, wenn du liest, nicht so nuscheln. Das merke ich auch immer bei deinen Streams. Du nuschelst immer so. Weil du musst mir überlegen, wenn jemand den Stream im Nachhinein guckt, dann hör ja. Dann kannst du jetzt vorlesen. Damn, it feels good to be a gangster. Halt dein Maul. Halt einfach dein Maul. Sag jetzt gar nichts. Mehr. Wieso nicht? Du hast jetzt schon was gesagt. Das gibt Krieg! Ihr Monsterwacker haut raus. In Deutschland hat man das Privileg, dass man auch schon als Geringverdiener 30% Steuern zahlt. Ui. Ui. Boah, das wäre schon bitter. Stell dir jetzt mal vor, du hattest das Gehalt von vorher und du würdest 30% Steuern drauf zahlen. Das wäre so Niveau Deutschland. Würde ich nicht bezahlen. Wie wir uns kennengelernt haben auf Facebook. Mhm. 6 Jahren. Das war, glaube ich, ein Zelda-Post. Ja. Ich weiß nicht mal mehr, was ich da geschrieben habe. Weißt du das noch? Nee, aber man könnte alles nachgucken. Ja. Aber man müsste so richtig suchen. Ja. Aber es würde gehen. Es würde gehen. Es ist alles noch dort. Dann haben wir uns aber dann eine Woche später getroffen und ich glaube, nach 2 Wochen waren wir dann schon zusammen. Ich glaube, nach 3. 3 Wochen. Mhm. Ja, hält immer noch. 6 Jahre, 6,5 Jahre jetzt dann bald später. Oder? Doch, ja. Ja. 2015, also 6,5 Jahre. Jo, Fan-Treffen. Ja, wir hatten einfach das Community-Treffen. Ja, das hatten wir eigentlich, Community-Treffen. Ende August war das. Da waren 100 Leute dabei. Ja. Und also fast ein Dutzend aus Deutschland, also 10 Leute oder so waren aus Deutschland von den 100. Das war richtig cool. Nächstes Mal dann. War auch richtig geiles Event. Auch gestern, Börsentag Zürich, da waren auch Leute auch nochmal dabei, die waren beim Community-Treffen. Ah, ja. Und die haben auch nochmal gesagt, war richtig geil. Nice. War richtig nice. War auch geile Location, also war die Insider-Bar von der Swissquote und die war ja auch reserviert exklusiv für das Community-Treffen. Dann wusste man, man ist dahergekommen, jeder war vom Community-Treffen. Jo. Das heißt, du musstest nicht so den Cringe-Moment, so, seid ihr auch vom Treffen? Sondern es waren einfach alle vom Treffen. Ja. Das war schon geil. Es waren alle da. Was? Guten Abend. Wird man mit der richtigen Partnerin reich? Ich glaube, reich... Der Real Deal Reloaded. Reich wird man nicht wegen seiner Freundin. Das muss man schon selber einfach erreichen. Vielleicht wirst du ja noch reich. Außer du heiratest halt irgend so eine Rich Girl oder so. Aber ein Sugar Girl. Ein Sugar Girl, aber dann bist du ja nicht... Nee, das müsste doch nicht. Sugar Daddy, also Sugar Mom. Sugar Mom, ja. Also ein Sugar Mom. Aber dann wirst du ja nicht automatisch reich, weil es ja dann immer noch ihr Geld. Das Mediangehalt der Vollzeitbeschäftigten in Deutschland liegt bei 4.320 Euro brutto. 43.200 Euro. Ich bin Zahlenlegastheniker. Ich habe jetzt das auch gefunden. Ich so, hä? Einfach mal den Punkt verschoben. Wie viel ist das pro Monat? Das ist halt immer relevant. 43200 durch 12.
3.600 Euro pro Monat brutto. Okay. Das hast du damals doch im McDonald's verdient. Ein bisschen mehr, glaube ich. Oder ich habe 3.9 verdient mit 80% aber. Also ausgezahlt? Oder? Ja. Also das aufs Konto bekommen? Ja. Ja, dann hast du mehr als das verdient. Ja. Sogar. Ja. McDonald's hat nicht so schlecht bezahlt eigentlich. Also in der Schweiz zumindest. Ja, ich höre. Ja, das muss man immer erwähnen, weil sonst fühlt sich vielleicht jemand angegriffen. Mit 30.000 ist man am oberen Ende der Geringverdiener, schreibt Gnaf. Okay. Gibt es eine Statistik dazu, ab wann man Geringverdiener ist, wann man Normalverdiener ist und wann man viel oder Großverdiener ist? Gibt es da irgendwie eine Definition dazu? Also für mich ist halt Geringverdiener echt nur ein Meme. Wer will denn schon Vollzeit arbeiten, außer man muss? Ja, kommt drauf an, was du halt machst. Ich arbeite 2 Vollzeitjobs. Dafür arbeite ich nichts. Also. Thomas, Monster hat mal gefragt, Thomas, fährst du oft ÖFA, also öffentliche? Bin immer in deiner Gegend, wenn ich dich sehe, quatsche ich dich mal an. Du kannst mich gerne anquatschen, wenn du mich mal siehst, ist echt kein Problem. Nur bin ich seit Roni eigentlich gar nicht mehr im ÖV unterwegs. Also wirklich, also so, war das letzte Mal, diese Museum der Nacht, da war ich unterwegs mit dem ÖV. Wow, das und erste Mal seit Seit einem Jahr ungefähr, ja. Ich habe auch kein ÖV-Ticket mehr, so. Ab nach Dänemark, da ist die Pandemie vorbei. Da ist übrigens doch Legoland Deutschland. In Dänemark ist Legoland Deutschland. Ich glaube auch. Nee, aber dort ist Legoland, das wollte ich sagen, nicht Legoland Deutschland. Von dort kommt doch Lego, oder? Von Dänemark. Schon? Ich glaube schon, ja. Aber nicht Legoland Deutschland natürlich, das liegt in Deutschland. Weiß nicht. Das Legoland ist aber, glaube ich, ganz cool, oder? Hättest du auch mal Bock drauf? Oder Legoland? Bist du nicht so auf Legoland? Ja, doch, wäre schon nice. Aber... Ist halt so wie, glaube ich, Europa-Park, aber mit nicht so heftigen Bahnen und mehr so halt Attraktionen, halt einfach schön auch. Aber wie weit ist das weg? Ich weiß nicht. Christian hat es mal gesagt, Legoland Deutschland ist, glaube ich, nicht so weit weg. Hier, Christian ist am Start. Hey, Auswanderlux. Er schreibt, bei Ulm ist das Legoland in Deutschland. Ein Katzensprung von Züge, siehste? Ah. Ich glaube, Ulm ist echt anscheinend da nicht so weit. Da kann man dann wahrscheinlich auch mit dem Auto rüberdüsen. Und da wahrscheinlich, also es ist so ähnlich wie der Europapark, wahrscheinlich ein Tagestrip oder so. Kann man sich gut vorstellen. Oder, das habe ich auch schon gemacht, man übernachtet so dort. Oder im Europapark kannst du ja auch übernachten. Ja, da müsst ihr einfach schauen wegen den Katzen. Ja. Das wäre ja dann eine Nacht. In Holland waren die Straßen und Läden rappelvoll. Also von Lego oder wie? Oder mit Leuten. Ach so, mit Leuten. Ja, jetzt verstehe ich so. Hä? Die Form kommt Lego ja nicht von Holland. Ich bin Geografie-Genie. Ja, Amsterdam wäre auch mal wieder geil. Das war schon lange nicht mehr gewesen. Oh, oder wie? Naja, erst Japan. Mhm. Und dann gehe ich doch nach Thailand. Nachher können wir schauen. Oder dazwischen. Wir könnten vielleicht... Boah, nee, jetzt wird wieder gedüngt heute. No! Riecht nach Natur. Riecht wortwörtlich nach Scheiße. Boah, no! Ganz ja, jetzt schlimm. Jetzt ist der Geruch schon drin. Jetzt muss man sich dran gewöhnen halt. Es bringt nichts, wenn ein Partner die Kohle nach Hause bringt und der andere es aus dem Fenster wirft. Partnerwahl ist das A und O, wenn man sich etwas aufbauen will. Ja, aber da verstehe ich dann den Punkt sowieso nicht. Man kann ja schon ein bisschen das Geld teilen, aber grundsätzlich finde ich jetzt nicht, dass das Geld vom Partner automatisch das seine ist. Ich glaube, das sehen nicht alle so. Okay. Glaube ich nicht, dass das alle so sehen, wie du jetzt das gesagt hast. Weil ich schreibe mal gerne rein, wie ihr das so bisher erlebt habt. Wäre sicherlich auch spannend. Oder wie ihr das handhabt, wenn ihr einen Lebenspartner habt. Kann man bei einem 100% gering... Was? Bei einem 100% Geringverdienjob auch einfach behaupten, ich mache einen Normalverdienerjob nur als 50%? Keine Ahnung, Mann. Oder? Keine Ahnung. Das ist dann schon sehr kreativ. Kreative Ausdrucksweise. Thomas, was hast du heute Mittag geraucht? Ja, so ein bisschen... Den Kuhdung verdrückt. Nee, so ein bisschen Kamillentee habe ich mir ein bisschen reingezogen. Und natürlich immer Ahornblätter ist auch standardmäßig in meiner Pfeife drin. Wird standardmäßig einmal reingepackt. Manchmal auch ein bisschen Pfefferminztee. Ja. Der zieht schön rein. Thema Geld in einer Partnerschaft muss offen und transparent gehalten werden und beide müssen an gleichen Faden ziehen. Meins und deins in einer Partnerschaft ist ein No-Go,
Aber typisch bei Schweizern. Kommt halt sehr darauf an, glaube ich. Finde ich, dass es ein No-Go ist. Ich meine, du musst es halt auch immer so ein bisschen auch realistisch anschauen. Ich meine, wenn du jetzt mit einem Partner zusammenkommst, sagt dir auch niemand, dass du dein ganzes Leben auch mit dem verbringen wirst. Und das ist doch auch besser für beide Parteien, wenn man da nicht gleich alles immer hundertprozentig teilt. Ich finde, es kommt halt auch mega, glaube ich, darauf an, wie viel man verdient. Weißt du, was ich meine? Ja gut, also wenn jetzt einer von den zwei nicht so viel verdient, dann kann man ja einfach dann das mit der Miete halt kompensieren oder ich finde halt immer noch am besten, wie wir das halt gemacht haben. Darum haben wir das auch so gemacht. Ein Konto zusammen, beide zahlen gleich viel da drauf und dann, ja, 50-50. Halt schon fair. Ja. Man darf auch nicht vergessen, du hast ja auch erst eine gemeinsame Steuererklärung, wenn du verheiratet bist. Ja. Wenn du nicht verheiratet bist, hast du auch immer separate Steuererklärungen. Ja, und ich finde, bis dahin, deins und meins. Ja. Wenn man sich was schenken will, schon gut, aber so. Kommt halt schon individuell auf die Situation drauf an. Hat man vielleicht auch schon Kinder, hat man noch keine Kinder? Ja, gut. Das sind alles Faktoren, die halt, ja. Auch dazu zählen. Aber mit so, dazu zählen, so ja. Finde das halt ich und Thomas findet das halt auch so. Da arbeitest du eh für mich. Ja, jetzt. Ist eh anders. Gibt es bei dem Treffen auch ein bezahlbares Hotel in der Nähe? Kannst du ein Kapselhotel? Stimmt. Das kostet 50 Franken pro Nacht. Ja. Da waren sogar zwei Leute davon in einem Kapselhotel. Im selben, glaube ich, sogar per Zufall. Ja, sehr wahrscheinlich. Das war die günstigste Unterkunft, haben sie mir gesagt. In Zürich. Weil sonst zahlst du bestimmt immer 100 mindestens. Ja. Aber 50, auch selbst 100 wäre ganz okay, glaube ich. Ja. Aber ein 50er kann man nicht diskutieren, wenn man in der Stadt Zürich und wenn man eh nur einen Platz zum Schlafen braucht und eh unterwegs ist. Also manchmal kann es auf lange Sicht in einer Beziehung nicht gut gehen, wenn einer nur ausgibt und der andere verdient. Es ist ein Nehmen und Geben für beide Partner. Ja, true. Zusätzlich gemeinsames Konto ist toll, zusammen sparen, aber sonst sollte jeder seines behalten. Aber der Austausch über Geld und das gemeinsame Lernen von Sparen und Anlegen ist wichtig, auf jeden Fall. Du bist schon fertig mit dem Tee. Holy shit, die ist richtig fast. Ja, ich will halt auch noch streamen. Für meine Community. Ich bin auch fast fertig. Eine Stunde. Ich komme einfach nicht. Weil ich habe das gar nicht angekündigt letztes Mal. Das tut mir sehr leid. Ja. Wir haben sogar 15 Minuten später angefangen. Ja, ich weiß. Kommen bei eurem Treffen auch Leute aus Deutschland? Ja, bei den 100 Leuten waren ungefähr 10 Leute von Deutschland angereist. Ja, das teilweise im Flieger, mit Auto oder mit Zug. Sehr nice. Also da kommen Deutsche und es sind natürlich aber auch Deutsche dort, viele, die in der Schweiz leben und ausgewandert einfach sind. Ja. Das ist auch sehr oft. Das ist auch geil. Also das ist, hat mich mega erstaunt. Also ich habe da auch immer gefragt, ja, nee, ich wohne hier in Vinti oder hier irgendwo in Zürich oder keine Ahnung wo. Ja, und das stimmt. Und krass so. Viele auch, die gerade erst in den letzten 12 Monaten ausgewandert sind, sogar während Roni, die Zeit genutzt haben, um auszuwandern. Schon crazy, oder? Finanzieller Verzicht und finanzielle Rücksichtnahme für beide Partner unter Berücksichtigung des eigentlichen finanziellen Ziels, zum Beispiel Depotaufbau, sind von enormer Bedeutung. Hast du dort, erinnerst du dich noch, wo ich so ausgerastet bin wegen einer Reaction und du bist dann reingekommen, was ist passiert und so? Ja, da wo du so. Aber in den Stuhl hast du den Kontext? Den Kontext, ja genau, hast du den Kontext gecheckt, um was es da ging? Ich hab das gar nicht geschaut. Genau, das ist, du musst dir so vorstellen, das war so eine Doku. Und da gab es halt der Mann, der, ich sag's mal so, für Deutsche werden relativ viel verdient. Mhm. Die haben und halt die Frau mit den Kindern, also halt war eine Familie. Der Mann hat halt so gesagt, ja, wir wollen ja finanzielle Freiheit erreichen, wir wollen Geld investieren langfristig. Und die Frau wollte dann, und das hat mich dann komplett geflasht, die wollte dann ein Designer-Kinderzimmer für ihre 3-4-jährigen Töchter für 10.000 Euro. Und sie mussten halt das Geld aus dem Depot rausnehmen, nicht... Das Geld hatten sie nicht. Mhm. Und dann hat er also gesagt, ja, wir können das schon auch machen, aber wollen wir nicht gucken, dass wir auch etwas mehr Geld dazu verdienen, das beiseite legen und damit dann das machen. Und sie so, nö, hab ich keinen Bock drauf. So in dem Kontext. Und du musst dir also vorstellen, in 3-4 Jahren sind die Kinder zu groß für dieses Kinderzimmer. Und dann wollen die das nicht mehr. Nee, so. Weil das Bett ist ja, also das ist ja dann, das ist nicht... Das ist ein Kinderbett dann auch also gewesen. So ein Kinderkind, so, nee, ja. Und es war so richtig Kinder, also... Nee, es hat schon cool ausgesehen, aber... Aber... Es ist nicht... Also du kannst da nicht als Teenager nachher, weil du bist zu groß nachher. Und darum bin ich dann sozusagen, weil am Anfang war irgendwie noch alles so okay, legit und so weiter. Und dann kam am Ende einfach das 10.000 Euro. Und ich meine, das ist wie, wenn du hier, weil im Verhältnis Deutschland,
Das ist wie wenn du hier jetzt sagst, ich will ein 25.000 Franken Designer-Kinderzimmer. Ja. Wir haben ja nicht mal all unsere Möbel im Office und noch in unserer Wohnung. Und selbst die Möbel, die wir weggeschmissen haben, weil sie kaputt gegangen sind, haben nicht mal annähernd 10.000 Franken gekostet. Ja. Und das ist aber alles, was wir an Möbel haben. Wir. Aber weißt du, wo könnte ich das verstehen? Hm? Wenn man so viel Geld dann im Katzenzimmer ausgeben will. Nein. Also. Das müssen wir auch aus dem Depot rausnehmen, ne? So mindestens 30.000 oder so. Also Kleckerbeträge muss man doch nicht aus dem Depot rausnehmen.